das sich kein Fußballfan entgehen lassen darf. Ich darf Sie herzlich begrüßen, liebe Zuschauer, zu einer hoffentlich spannenden Begegnung. Am Mikrofon melden sich auch heute wieder Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und wir zeigen heute ein Spiel aus der Bundesliga. Schalke 04 gegen Bayern München. Ein spannendes Ligaspiel also, Wolf. Beide wissen, worum es geht, gerade gegen diesen Gegner. Und das merkt man auch, wenn man die Fans beobachtet. Eine extreme Erwartungshaltung vor dieser Partie. Da haben wir die Anfangsformation der Schalker. Im Tor Alexander Nübel. Daniel Caligiuri spielt mit Bastian Ucibka in der Verteidigung. Und ganz vorne starten sie heute nur mit einem Stürmer. Ja, das will erstmal nichts heißen. Das Mittelfeld unterstützt die Offensive. Lewandowski. Sauber und fair vom Ball getrennt hier. So gehen es die Bayern also heute an. Im Tor ist Manuel Neuer. Lucas Hernandez spielt mit Niklas Süle in der Abwehr. Felipe Coutinho steht an der Seite von Thiago Alcantara im Mittelfeld. Und ganz vorne werden sie es heute mit einem Stürmer versuchen. Mal sehen, ob er sich gegen die Abwehr da vorne durchsetzen kann. Coutinho. Erneut der Ballbesitz von S04. Guter Einsatz, das war wichtig. Ucibka. Da ärgern sie sich. Ballverlust. Serge Gnabry. Gut verteidigt. Jetzt wieder die Bayern. Und da holt er sich den Ball. Wichtig, dass er da klärt. Der Ball ist gleich wieder weg, könnte also erneut gefährlich werden. Thiago Alcantara. Jetzt das Zuspiel für Lewandowski. Gut aufgepasst, so wird das hier nicht gefährlich. Ucibka. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Die Bayern über die Seite jetzt. Da spielt er den Ball zu Lewandowski. Ball im Aus, das gibt Ecke. Kimmich führt aus. So, Situation bereinigt. Ganz stark. Das ist jetzt eine Chance. Die Riesenchance. Zur Stelle. Eine unglaubliche Parade macht diese tolle Chance zunichte. Ballverlust Bayern München. Wird es jetzt gefährlich? Jetzt könnte die Hereingabe kommen. Keine gute Flanke, einfach zu halten. Nun Lewandowski. Jetzt gibt es hier vielleicht die Chance. Tor durch Lewandowski. Das ist eine seiner ganz großen Stärken. Hat die Übersicht und hat diese technische Brillanz. Da hat er sich abgesetzt und die Verteidigung schlecht aussehen lassen. Er war einfach zu schnell für sie und versenkt das Ding eiskalt. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Wichtiger Treffer für die Bayern. Sie sind vorne. Schwaches Zuspiel. Kein Wunder, dass da nichts ankommt. Suat Serdar. Ja, wird hier gut unterstützt. Lewandowski jetzt am Ball. Super, wie sie da Druck machen. Da ist der Ballbesitz. Weston McKennie. Könnte jetzt was werden. Da ist die Chance für die Flanke. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball.
Salif Sané. Beim Ballbesitz hat Schalke. Tja, ich glaube, das könnte gelb geben. Nach der Karte muss er sich zurückhalten. Ja, Dampf rausnehmen in den Zweikämpfen. Energisch dazwischen gegangen von Thiago. Schöpf. Coutinho. Lewandowski. Gute Ballführung und das will er jetzt alleine machen. Gute Chance, aber kein Tor. Und da wird der Trainer nicht zufrieden sein. Sowas müssen sie reinmachen. Caligiuri. Nein, das ist schwach. Zuspiel kommt nicht an. Der Einwurf könnte ihnen jetzt eine Chance einbringen. Caligiuri. Das muss es sein. Mit seinem Einsatz verhindert er, dass der Schuss aufs Tor geht. Die Fans geben alles, die wollen den Ausgang. Ecke in die Mitte. Stark gehalten, der Kopfball ist nicht drin. Die Bayern mit dem Ballverlust. Knappe Pausenführung. Es steht 1:0. Das Ding hier. Durchgang 2 in dieser Partie. Es geht weiter. Noch sind die Bayern knapp vorne, aber den Schalkern ist heute alles zuzutrauen. Die wirken sehr gefährlich. Schöpf. Da war sie Druck. Schöpf. Gute Aktion. Weston McKennie. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Gut gedacht, aber dann geht der Ball doch ziemlich daneben. Alaba. Auf der Position als Linksverteidiger gibt es eigentlich keinen besseren als David Alaba, oder? Und auf jeden Fall gehört er da zur absoluten Weltspitze. Dabei könnte er ja auch im Mittelfeld spielen. Der Kerl ist ein Multitalent. Tolisso. Und hier sehen wir die nächste Bundesliga-Partie der Heimmannschaft. Lewandowski. Und er ist drin. Tor für Bayern München. Und die Bayern liegen also mit 2 Treffern in Führung. Er macht sein zweites Tor heute. Ganz starke Leistung. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Jetzt will man mit dem Wechsel nochmal neue Akzente setzen. Insbesondere in der Offensive wäre das nötig. Sie liegen zurück. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Der Pass kommt nicht an, Ball im Aus, Einwurf. Tolisso. Der kommende Gegner von Bayern München wird uns hier angezeigt, Buschi. Es geht für sie gegen Mainz 05 im nächsten Bundesligaspiel. Schwer, sich da auf einen Favoriten festzulegen. Und da holt er sich den Ball. Der Ballverlust, keine gute Aktion. Weston McKennie. Weston McKennie! Da senkt sich der Ball nicht rechtzeitig und geht übers Tor.
Ballverlust Bayern München. Schönes Zuspiel. Lewandowski. Tolisso. Die Bayern im Vorwärtsgang. Hereingabe auf Coutinho. Und da ist der Ball erstmal wieder weg. Und jetzt der Einwurf für die Bayern. Coutinho. 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 Guter Versuch, aber der Torwart kann parieren. Rafinha ist ihm bisher ja nicht gelungen, aber das macht er gut. Thiago mit der Reingabe. Weiter diese Szene. Immer noch Gefahr. Schöpf. Da wäre Platz für den Konter. Chance zum Konter ist erstmal weg. Weiter Ballbesitz. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Auch hier ist er zur Stelle. Gute Defensivarbeit von ihm. Gut gesehen, das war abseits. Lewandowski. Sie müssen aufpassen. Jetzt der Ballverlust. Gefährlich. Macht er ihn. Ja, er macht ihn. Und das Tor zählt nicht. Nein, der Assistent hatte die Fahne gehoben. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Jetzt ist der Platz da. Sie machen das Tor. Das war schon Treffer Nummer 3 heute für Robert Lewandowski. Unglaublich. Und das war schon sein drittes Tor heute. Er gewinnt das Ding fast im Alleingang. Sie bekommen ihn einfach nicht unter Kontrolle. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Einseitige Nummer. Sie liegen ganz klar vorne. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Suat Serda. Es sieht alles andere als gut aus. Kurz. Der Angriff könnte was werden. Kein Tor nach dieser vielversprechenden Aktion. Ja, da war er doch durch. Nur den Keeper noch vor sich. Aber kann ihn nicht überwinden. Einwurf Schalke. Salif Sané. Alessandro Schöpf. Jetzt könnte er flanken. Schöne Aktion. Der Kopfball, eigentlich eine gute Chance, aber am Ende fast harmlos. Ja, ne? ja. Kein Grund zur Aufregung. Der Abschlag ist ihm völlig verunglückt. Kann jetzt gefährlich werden. Und die Chance hat er vergeben. Na, da müssen Sie aufpassen. Das war alles andere als ein guter Abschlag. Da ist die Hereingabe. Alessandro Schöpf. Der geht daneben. Eine Minute noch. Reguläre Spielzeit ist um, aber es geht noch weiter. Gibt 3 Minuten obendrauf. Oh, mit der Aktion holt er sich wohl gelb ab. Jetzt muss er ein bisschen aufpassen, es gibt gelb für Schalke. Richtige Entscheidung, Wolf. Und ja, noch so ein Ding, dann war es das für ihn. Gute Chance jetzt für Robert Lewandowski, genau seine Distanz. Oh, das wird gefährlich. Den Ball fängt er, das war nicht der beste Freistoß. Da
Das Spiel ist vorbei. Der Unparteiische hat abgepfiffen. Wie hast du Lewandowski heute gesehen in diesem Spiel? Er hat 3 Tore erzielt. Am Ende darf er hier auch den Sieg bejubeln. Ja, mehr geht ja kaum. Nun Lewandowski. Jetzt gibt's hier...